Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Heroes of the Storm, liebe Freunde. Ja, beim letzten Mal habt ihr ja ein kleines Replay-Video von Sylvanas gesehen und jetzt werde ich euch Sylvanas nochmal in Aktion zeigen. Ich habe jetzt in diesem Spiel auch nochmal ein Bot-Spiel gemacht, denn ich möchte euch ja die Fähigkeiten auch alle genau vorlesen. Bei dem Replays geht das ja nicht so, die Fähigkeiten vorzulesen und deswegen an dieser Stelle ein kleines Bot-Spiel. Ich hoffe, damit kann ich euch ein bisschen die Fähigkeiten erzählen. Ich hoffe, das Spiel geht nicht allzu schnell vorbei. Ansonsten werden wir auf jeden Fall auch demnächst nochmal ein Spiel gegen richtige Spieler veranstalten. Und ich gehe natürlich wie immer erstmal nach unten. Meine Sachen machen. Ich habe Jaina mittlerweile, nicht Jaina, ich habe Sylvanas mittlerweile auch schon auf Level 6 oder 7 hochgelevelt. Und ich lese euch jetzt einfach mal die Fähigkeiten vor, die wir hier zur Auswahl haben. Lauffeuer erhöht die Reichweite von vernichtendes Feuer. Erhöht die Reichweite von vernichtendes Feuer um 25%. Vernichtendes Feuer ist diese Fähigkeit. Schießt auf den nächstgelegenen Gegner, wobei Helden Priorität erhalten und fügt dem Ziel 28 Schaden zu. Verfügt über 5 Aufladungen. Also das ist sehr geil und kostet auch überhaupt gar keinen Mana. Was super, super gut ist, die Fähigkeit. Die mag ich richtig. So, als nächstes haben wir verlorene Seelen. Verringert die Abklingzeit von Schattendolche. Schattendolche ist diese Fähigkeit. Die haben wir ja im Replay auch schon gesehen. Fügt dem Ziel 14 Schaden zu und im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich 54 Schaden zu. Dieser Effekt springt auf Ziele in der Nähe über. Da bin ich ein sehr großer Freund von. Dann haben wir Stachelfeil. Vernichtendes Feuer fügt die dann den dreifachen Schaden zu. Was auch sehr, sehr geil ist. Allerdings bin ich da nicht so der Freund von und deswegen werde ich da auch nicht drauf skillen als erstes. So, ich sollte mich mal hier ein bisschen zurückziehen. So, sehr schön. Automatische Angriffe zerstören Munition. Ist natürlich auch ganz gut für Sylvanas. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Tower Diver. Deswegen gehe ich hier auf die vernichtenden Schattendolche, da halt man mit denen ganz gut Schaden verursachen kann. So, da machen wir nochmal ein bisschen Schaden. Ich werde euch dann als nächstes auch die neue, dritte Fähigkeit zeigen. Jetzt muss ich mich aber hier erstmal in Sicherheit bringen, weil sonst machen die mich hier alle platt. So, haben wir das soweit schon mal wieder gesammelt. Oben nehmen sie die Tempel ein, das können sie gerne machen. Ich bleibe jetzt hier unten, weil das lohnt sich jetzt nicht. Aua. Es lohnt sich jetzt da nicht runterzurennen. Die letzte Fähigkeit ist Welle der Heimsuchung. Sendet eine Welle von Banshees aus, die allen Zielen 63 Schaden zufügt, kann erneut aktiviert werden, um den Helden an Ort und Stelle zu teleportieren. Boah, die gehen mir hier echt auf den Sack, die beiden. So, wir kriegen die nächsten Fähigkeiten. Erhöht die Dauer von schwarzer Pfeil. Das heißt, der schwarze Pfeil ist unsere Passive, dass die Gegner gestunt werden. Dann feuert bei maximaler Anzahl von Aufladung kostenlos Aufladung von vernichtendes Feuer ab. Ist eigentlich eine ganz gute Fähigkeit. Welle der Heimsuchung fügt Aufladung von vernichtendes Feuer auf. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich gehe halt immer auf Vergiften, weil die ganz gut ist, um Heldenschaden zu verursachen. Und ich mache gerne Heldenschaden. So, das haben wir soweit gemacht. Jetzt können wir hier auch mal ein bisschen durchpushen. Weil die Gegner gerade nicht da sind, beziehungsweise die haben jetzt, super. Jetzt haben wir hier unten sogar 3 Leute, das finde ich überhaupt nicht toll. So, machen wir hier mal ein bisschen Schaden mit unseren Fähigkeiten. Hau ab. Boah, gehen die mir auf den Sack. Es kommt auch keiner zu Hilfe. Ah, super. Oh, 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 oh. Ich sollte mich dann jetzt doch vielleicht mal zurückziehen. So, die haben wir beide vernichtet. Das ist sehr schön. Jetzt zeige ich euch die nächsten Fähigkeiten. Was haben wir da? Gegner, die während des Effekts von schwarzer Pfeil sterben, explodieren. Eigentlich ganz toll. Schattendolch gewähren für jeden getroffenen Gegner Heilung.
Dies ist meine Fähigkeit. Versteckt den nächsten automatischen Angriff nach dem Einsatz seiner Fähigkeit. Verdeckt Söldner in der Nähe. Welle der Heimsuchung tarnt den Helden. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich gehe auf die Heilung. Und da seht ihr es jetzt auch schon. Wir kriegen 35 dazu mit jedem Ziel, was wir treffen. Ah, hat jetzt nicht ganz gereicht. Aber er hat ordentlich was auf den Sack gekriegt. Ich heile mich mal wieder mit den Schattendolchen. Und ihr seht das auch hier immer ganz schön. Die werden dann gut gestunt, die gegnerischen Minions. So, und jetzt können wir auch hier erstmalig auf die Basis gehen. Und ihr seht schon, wenn ich hier auf den Turm schieße, der schießt einfach nicht zurück. Ich kann mich hier einfach in der Ecke halten. Und es passiert uns einfach nichts. Weil der obere Turm uns nicht im Visier hat. Und der untere Turm, der macht halt. So, da habt ihr es auch nochmal gesehen, wie das mit dem Teleportieren funktioniert. Da haben wir auch den Teikes weggehauen. Ihr seht, die macht doch ordentlich Schaden, die Sylvanas. Jetzt kümmern wir uns hier erstmal so ein bisschen drum. Auch schön mit unserer Fähigkeit, mit unserer Q-Fähigkeit, weil die einfach überhaupt gar keinen Mana kostet. So, als nächstes kommen unsere Ulti. Beim letzten Mal habe ich ja die Besessenheit gewählt, womit wir gegnerische Minions einnehmen können. Jetzt nehme ich mal den klagenden Pfeil. Verursacht Schaden und bringt Gegner zum Schweigen. 400 Schaden verursacht das und bringt Gegner dann für 2,5 Sekunden zum Schweigen. Die Fähigkeit nehmen wir jetzt einfach mal. So, der Turm gehört auch uns. Heilungstechnisch sind wir wieder ganz gut dabei. Und da haben wir Teikes schon wieder niedergemäht. Sehr schön. Und da haben wir auch hier schon die Festung eingerissen. Ich könnte jetzt theoretisch nach oben weitergehen, möchte ich aber an dieser Stelle nicht. Ich nehme einfach den Turm hier mit, der schießt nicht zurück. Das heißt, push-technisch ist Sylvanas richtig gut dabei. Man muss halt nur immer darauf achten, dass halt man vielleicht hier, wenn man zwei Gegner auf der Lane hat, dass man dann noch einen zweiten Spieler mit dabei hat, dann klappt das alles sehr viel besser. Ihr habt es ja selber gesehen, ich hatte einiges an Problemen alleine. So, Teikes hat es erwischt. Ich glaube, das war auch mein Gift gewesen, was ich zusätzlich mit den Dolchen da hatte. Und ich kämpfe hier gegen den nächsten Turm, der auch wieder nicht zurückschießt. So, wie sieht es schadenstechnisch aus? Wir sind an dritter Stelle. Ich habe jetzt auch noch nicht ganz so viel Schaden rausgehauen auf die Gegner. Und ich kämpfe ganz sehr schön hier gegen die Basis. Da halt die Basis dann nicht zurückschießt. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall auf den Weg zurück machen. So, da teleportiere ich mich hier einfach wieder weg. Wir schießen den Pfeil rein. Oh, der hat gar keine unbegrenzte Reichweite. Ich habe gedacht, der hätte unbegrenzte Reichweite, weil den kann man dann extra nochmal zünden. So, jetzt werden wir uns erstmal um die nächsten Talente kümmern. Was haben wir denn da? Schwarzer Pfeil verlangsamt Helden. Ist natürlich nicht schlecht, weil mit jedem Schuss, den wir machen, haben wir ja einen schwarzen Pfeil, den wir raushauen. Dann haben wir vernichtendes Feuer erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, was auch gar nicht so verkehrt ist. Vernichtendes Feuer trifft einen zweiten Gegner. Und das ist meistens das, was ich nehme, weil ich dann doch ziemlich auf Schaden gehen möchte. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir treffen hier dann einen zweiten Gegner. Danke. Den haben wir erwischt. Oh, 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 oh. Und da hat es mich natürlich zerrissen, weil ich da einfach nicht weggekommen bin. Aber wir haben wenigstens die Zone ja weggehauen. Jetzt hat er leider hier den Turm übernommen. Ist er jetzt auch wieder raus da? Irgendwie steht er gar nicht mehr drin, der Teikes. Was ist mit dem los? Traut er sich nicht? Oh, er hat wenig Leben, deswegen steht er da nicht wieder drin. Naja, soll mir recht sein. Wir sind jetzt gleich auf Level 15 mit unserem Team. Wir müssten dann eigentlich auch schon bald, ich glaube mit Level 16 gibt es dann die nächste Fähigkeit, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir werden jetzt erstmal hier wieder nach unten gehen.
Wobei, nee, wir gehen hier mal zum Söldnerlager. Das kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Denn auch Jaina, nicht Jaina, wieso sage ich immer Jaina? Sylvanas ist das natürlich. Die ist auch sehr geil, was es angeht hier. Ihr seht schon, die machen nichts. Die können keinen Schaden verursachen, weil die ständig dann gestunt sind. Und wenn man hier im Wechsel immer auf die drauf schießt, passiert einem überhaupt gar nichts. Wir haben jetzt im Grunde dieses leichte Camp gemacht, ohne dass die uns überhaupt einen Schadenspunkt zugefügt haben. Okay, am Anfang, weil ich da nicht im Wechsel draufgegangen bin, haben sie uns schon ein bisschen Schaden gemacht. Das geht, kann ich euch hier auch eben zeigen, mit Bossen nicht. Der Boss ist trotzdem unterwegs. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier wegkomme. Gut. Der Boss, mit Bossen funktioniert das, diese Strategie natürlich nicht. So, jetzt machen wir eben noch hier die zwei kaputt. Haben wir das soweit auch geschafft und dann gucken wir uns mal die nächsten Fähigkeiten an. Welle der Heimsucher kann zweimal eingesetzt werden. Ich bin von der E-Fähigkeit überhaupt gar kein Freund, was Sylvanas angeht. Schattendolch macht Gegner besonders verwundbar. Ist ganz gut. Ist auch meistens das, was ich skille, weil dann kriegt er nochmal mehr Schaden. Wille der Verlassenen aktivieren, um den Helden unaufhaltbar zu machen und seine Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Und Blut für Blut ist eigentlich auch eine ganz gute Fähigkeit, aber dadurch, dass wir jetzt Vergiften schon haben, nehme ich meistens die Schattendolche, um einfach noch mehr Schaden zu verursachen. So, wir gehen nach oben. Das sieht jetzt gerade schon mal ganz gut aus hier. Hier können wir einmal die Schattendolche reinhauen. Und ihr seht schon, wie viel Schaden die Minions bekommen und was da alles los ist. Tykes hat sogar auch noch erwischt mit dem Gift von den Schattendolchen. Und das müsste es dann auch hier schon wieder gewesen sein. Hier können wir jetzt nochmal draufhämmern. Saunia ist weg. Ich habe jetzt nicht den meisten Schaden gemacht, weil ich halt euch die Fähigkeiten alle präsentieren wollte. Und die letzten Fähigkeiten, die wir hätten, die sehen wir dann gleich auch noch. Obwohl kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Aber die kann ich euch dann gleich mit Jaina mal eben, Jaina schon wieder, mit Sylvanas dann nochmal eben zeigen. Wir haben auf jeden Fall das gut geschafft, aber wie gesagt, da können wir uns nichts drauf einbilden, weil das sind halt Bots gewesen und die machen nicht ganz sonderlich viel Schaden. Wir sind sogar schon mit Sylvanas Level 7 und ihr seht schon, es sieht hier einiges anders aus. Das, was sich genau geändert hat, das zeige ich euch dann auch in der nächsten Folge. Das wird dann eine kürzere Folge, da wird es dann kein Spiel geben, sondern einfach nur die ganzen Patch-Infos und halt die Updates. So, wir verlassen einfach mal. Hier ist, hat sich auch einiges getan. Erkläre ich alles, wie gesagt, morgen in der Folge. Ich will euch noch das letzte Talent zeigen. Und zwar wäre das Druckwelle. Erhöht den Schaden im Zentrum der Explosion. Fügt Gegnern im Zentrum der Explosion des klagenden Falls 50% mehr Schaden zu und bringt sie doppelt so lange zum Schweigen. Hier hatten wir ja beim letzten Mal schon gesehen, beziehungsweise hatte ich euch ja gestern schon mal gezeigt, dass dann auch gegnerische Söldnercamps übernommen werden können, beziehungsweise eine. Und dann hat er eine 20-sekündige Abklingzeit, Zorn des Sturms, Angriff, automatisch Angriffe springen auf Diener und Söldner über. Kennen wir ja auch schon von anderen und das Wegblitzen, dieses Wegblinken kennt man ja im Grunde auch. Und das ist im Grunde Jaina, wie ich sie spiele. Vom Schwierigkeitsgrad her ist sie leicht. Sie ist leicht zu spielen. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich habe sie mir, wie ich schon gesagt habe, direkt am Anfang gekauft gehabt. Direkt zum Tag des Erscheinens für 15.000 Goldmünzen. Warum ich das gemacht habe, werde ich euch dann auch morgen im Part erzählen. Denn morgen habe ich ziemlich viel rundherum, um das Spiel zu erzählen, was neu gemacht wurde und alles. Aber dazu dann morgen mehr. Ich hoffe natürlich, dass ihr hier bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach morgen, wenn ihr wissen wollt, was alles neu bei Heroes of the Storm ist, wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.